Hallo und willkommen zur 20. Folge von Colonel Forgotten Lands. Sammel ab für. Hallo. Heute wieder ein Poem. Rose is a rap. Rap. Schon verkackt. Rose is a red. The drug makes meep. While I lay on the street and want to be dead. Auf den war ich besonders stolz. Da muss ich mir schon so ein bisschen... 1,30? Oh Gott, ich hab Angst. Da muss ich mir schon ein bisschen so ins Fäustchen lachen. Als ich da den geschrieben habe. Ja, let's go. Ja, mit dem Auflage... von ihm kannst du halt alle gleichzeitig mitnehmen. Ja, aber du lädst halt auch lange auf. Wie viele... Ja, das war halt. Wie viele Hasen kommen denn hier? Hasen? Mit Bullen? Au, der Bulle hat mich erwischt, ich liege im Boden. Ja, alle Hasen mit einem. Okay, alle Schwerte mit einem. Ich glaube, das würden wir ein paar Mal machen müssen, bis wir den Boss haben. Das ist der Boss! Ich bin fast tot! Erstmal seine Lakaien rausnehmen. Ich dachte, die Schwerter kommen noch einen Schritt näher auf mich zu. Meine Aufladeattacke wurde einfach abgewehrt, weil ich gegen ihn gelaufen bin. Du bist tot. Wann startet man? Wenn es 1,30 dauert, ist es wahrscheinlich für 3. Ja, easy snack, 1,28. Was? Und du meintest, der Aufladeschlag wäre schneller. Du dumme Sau! Ja, das war jetzt einfacher als gedacht. Also hier ist ein bisschen von meinen Stachelbeeren. Was? Haben wir vorgestern Stachelbeeren gekauft. Weil ich die noch nie gegessen habe. Scheiße zum Schellen, Digga. Sollen wir mal sie lieber in die Schale Ja, während ich warte, ich meine Teppiche. Jetzt bist du natürlich fertig, oder? Ja, 1,25. Ich zieh uns mal an so einem Duolingo Let's Play. Das Duolingo Let's Play. Let's Learn Japanisch, Folge 23. Hallo. es gibt ja gewisse Sprachen auf Duolingo, die du nur auf Englisch lernen kannst. Holländisch zum Beispiel, was ich überhaupt nicht verstehe. Das ist Französisch zum Beispiel kannst du auf Deutsch lernen. Wait, ist die nächste Welt eine Unterwasserwelt? Ich hoffe nicht. Weil es geht nach hinten ja nicht weiter. Das ist nicht so ein Gebiet, oh nein! Da geht's nur ins Wasser rein. Oh nein!
Ich kann jetzt nicht hören, Schnauze. Let's go, Duolingo Spanisch, Digga. Español. Ich muss mir überlegen, soll ich mit Niederländisch wieder anfangen oder soll ich jetzt einfach Spanisch lernen? Und warum nicht was Neues anfangen? Einfach Kroatisch, dann kann ich mit meinem Vater unterhalten. Und überall im Balkan. Ja. Die alle dasselbe sprechen. Nee, das ist gar nicht so dumm, dass ich eine andere Sprache lerne. Da kann ich mich in meinem Krankenhaus als Dolmetscher eintragen lassen. Ja, für Holländisch. Hatten wir noch nie das Problem. Glaube ich schon. Weil die ja fast Deutsch reden. Also, wir haben so viele Leute... Oder Englisch können. Holländisch, Digga. Wir hatten noch nie einen Holländer hier. Glaube ich jetzt nicht. So. Dann ab geht's in der Level 1 nördliche Froststraße. Ich hoffe, dass nicht mit Autos zu tun. Boah, das ist der Big Ben! Oh, Metro in England, jetzt aber. Yeah. Das ist dieses Feuer-Item, aber. Ja, am Anfang ist nicht. Brauchen wir das Feuer-Item? Müssen wir verarschen? Nee, aber es ist alles eingefroren. Also. Du kannst es dir vor. Ist das ein Pinguin? Oh, du musst Schneeskulpturen zerstören. Ah. Oh. Nochmal zurücklaufen, wenn ich einen übersehen habe. Komm, lass mich die Blume aktivieren. Dann gib mir einen Euro. Blumenkübel da oben ist nichts zu tun. Den Pinguin nicht töten. Was schon im Leben. Ich bin schon zweimal getroffen, Digga. No, ich auch. Ich wollte gerade sagen, ich noch nicht. Ja, hat sich erledigt. Warte, da war ein Eis. Genau was man zu dieser warmen Jahreszeit braucht. Oh. Oh Gott! Und der zweite ist gut für mich. Nee. Hinten ist aber eine Bombe. Ja, die macht einfach bloß ein bisschen Weg nach oben, dass du mit Kugeln vorbeikommst. Ja. Ist es jetzt eine alte oder eine neue Kapsel? Oh, wir werden sie aus. Was? Die Kugeln sind cool. Ich glaube nicht, dass ich die Kugeln schieße. Und sehen. Wieso wollen die mir immer diesen direkt Pistolenmann andrehen? Ich weiß es nicht. Oh, da ist ein Automat. Geh weg, Pistolenmann. Was glaubst du für Pain-Aufgabe müssen wir dieses Mal machen? Vielleicht muss ich da runter, oder? Automaten. Gut, den Ball. Schon. Ja, da kann man eine Bombe anschießen. Okay, cool. Ich weiß nicht wofür, ja, aber man konnte es. Das ist eine grüne Kapsel. Oh nein, ich habe Pinguin umgebracht! Ich Monster! Ja, warum konnte ich da jetzt ein Ding aufmachen? Da ist doch sicher irgendwas hinten bei dem Pinguin. Da ist immer die. Ja, warte die. Ja, rechts mit den Schneebälle. Sorry, Pinguine! Es muss getan werden! Es hat überhaupt nichts mit euch zu tun! So, da kommen wir schon wieder. War jetzt das noch eine Skulptur rechts neben dem Stern? Aha! Rechts neben dem Stern, diese Ficker! Hinter dem Baum. Jo. Ciao, mein Freund. Was ist das hier? Skulptur Nummer 2. Let's go! Holy shit!
so eine Münze in der Wand versteckt. Wow! Eine Münze, eine ganze Münze? Ja. Ganze 10 Cent? Nein! Na, dann kann ich da bitte hoch. Ja, okay, das okay, muss ich machen. Oh mein Gott, du brauchst den Feuerhund. Du brauchst den Feuer. Oh mein Gott, ernsthaft? Ja, du musst auf eine Zielscheibe schießen. Oh mein Gott! Das wäre jetzt mit Feuer zu viel. Nee, der steht auch. Wo muss ich hinschießen? Da ist ja links dieser. Ich hasse alles hier ran, ne? Weg, wo es kaputt geht. Ich hasse alles daran, ne? Und warum brauche ich dann den Feuerkollegen? Da hast du ihn einfach geholt. Naja, da steht halt auch, so kann ich mein Video auf meinen Feuer holen. Ja, ich habe mein Schwert bei verloren, aber. Das ist nicht so, als hätte ich schon mal benutzt. Ah, du brauchst es hier nochmal! Ein Schussding? Ja, bei der Tür. Ja, schön! Oh nein, ich hasse das! Oh, easy. Warum hab ich denn jetzt mein. Der lebt doch, der Pisser! Ich dachte, ich hätte dich umgebracht! Das ist doch lieb. So. Eine treffen ist easy. Okay, und wieder raus. Jo, snack den Wall, die mein Freund. Hier und die Feld. Cent lasse ich liegen. Wegen denen bücke ich mich nicht. Ah, Figur! Oh, ich hab den Feuertypen umgebracht und der respawnt nicht. Wir gehen eine Treppe runter. Oh, geht die Treppe. Aha! Yeah. Natürlich bin ich zu spät für diesen scheiß Turm. Oh Gott, die Pinguine sind echt cool. Da ist der dritte Model. Dritte? Also, zweiten Kampf. Wo ist der dritte? Bei dem Pinguin, bei den drei. Unübersehbar. Ja, das ist ein Pinguin. Oh, ja. Wir gehen den Weg rechts lang. Von dem Pinguin. So, werte Pinguine, ich muss euch leider enttäuschen, aber heute dürft ihr mich nicht. Okay, dann gibt es heute noch vor, das. Mir fand ich das ganze Cash ausgegeben. Oder hätten wir es brauchen können. Okay, was ist hier? Der Tod. Nein! Treppen-Upgrade. Ist ein Treppen-Upgrade. So eine Rolltreppe. Das wäre sehr. Was hatte ich? Also, ich hatte gerade die Frage, ob ich nicht mal. 8000 Euro hatte, aber ist eingefallen, das Eternite Ding hatte ja schon 1000 gekostet. Komm, ausspucken. Oh. Muss man? Oh nein! Wo geht's da geradeaus hin? Kapsel. Oh, eine grüne aber. Was? Hey, wie ich das da oben sehe, muss ich nochmal einen Pinguin töten. Sieht aus, als könnte man sie zerstören. Sieht aus, als könnte man sie zerstören. Basically. Alter! Ich will nicht sterben. Geh weg mit deinen Bomben! Ich hab Frauen und Kinder! Das ist eine Figur. Okay. Yo! Man kommt mit der Treppe wieder nach unten. Was? Wo bist du mal eine Treppe? Da bist du nochmal da. Wo hast du eine Figur von dir? Bei der letzten Treppe. Aha! Wenn ich mich jetzt hier gegen die Wand stelle, dann geht. Ja! Da kann ich die Wand zerstören! Bist du da? Das ist der Model hier! Ich geh jetzt mit der Treppe, die ich hier habe, falle ich runter. Genau. Du kannst dir diese drei Blöcke noch zerstören? Ja.
Wenn du mal gerade ausrufst, siehst du das in der Wand. Oh mein Gott, wie kann dieser Pinguin überlebt haben? Mit so einem Bulle dahinter und dann... Der wurde den. Get the Waddle Dee. Ja, yeah. Wenigstens die alle. Und eine Quest. Mindestens. Und eine Quest. Ich frage mich, was die anderen sind. Wahrscheinlich bis besiege, keine Ahnung. Keine Pinguine. Das ist impossible. Ja, da oben ist schon das Ziel. Ich bezweifle, dass wir irgendwie alles kriegen. Die Skulpturen haben wir. Oh, schau, was ist das zu mir? Aber der wäre jetzt irgendwie so ein Montag-Kurster gegangen. Tatsächlich schon, dass ich diese drei Knöpfe nicht erwischt habe. Hinter die Seitengasse? Ach, leck mich! Leck mich. Ja, das war die. Ja, das ist die wirklich alte Kapsel. Rot? Ja, das unterste ist. Das kriegen wir gar nicht gesagt. Gabon. Das war ein Paradeweg. Das nächste Level ist U-Bahn auf Eis, das ist wirklich die Meta. Und ein Schatzlevel. Was für eine Seitengasse! Ja, wieder rein da. Wir haben halt wenigstens gesagt gekriegt zu Yo, für die Seitengasse beim Weg bergauf. Ganz am Anfang mal. Aber hier halt einfach, finde die Seitengasse. Du weißt schon welche. Anfang? Nee. Ich lauf jetzt am Anfang mal über den Rand ab. So, die muss ich ja nicht zerstören. Ich dachte, ich hätte sie schon. Das wäre zu krass. Jo, da ist sie. Wo? Alter. Da war am Anfang, kurz bevor die Treppe da nach oben geht. Wo du die Bombe zerstören kannst in dem Vorbereich. Das links in der Wand ist einer Wasser. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich da nicht noch hinschauen will, aber wenn man dann gedacht hat, so, yo, solche Arschlöcher sind die nicht. Du kennst das Game. Ja, ich habe noch Hoffnung. Was könnte das letzte sein? Und wir kommen einen Schaden. Auch jetzt? Oh? Nein, warte, wo? Wo meintest du es, die? Da ist dann die Treppe nach oben. Ja. Und wenn du vor, nach unten läufst, vor dem Zaun liegst. Sind mal getrennt durch Zäune. Wenn du Mauer. Ah, da ist ein Zaun. Ah, da hätte ich nicht hingeschaut. Oh, ich hab den Fuchs getötet, als er geschlafen hat. Ja, lauf nur mal durch und schau, was das letzte. Ich hab Vertrauen in dich. Dass man irgendwas mit den Zähnen hat, Alter, ich hasse es. Ja, Zimmer. Mach mir morgens auf, Digga, und erstmal so schaust du, okay, die sind doch alle da. Ich hab 3 Stunden geschlafen, ich hab keine Zeit zu träumen. Aber das ist wirklich so, lass dich nicht von einem Schneeball treffen. Ja, da hab ich schon verkackt. Wusstest du, dass es eine Religion gibt, die sich
Realismus nennt. Ey, die machen was? Warte. Wisst ihr? Ich hätte die überhaupt nicht gespannt, wer es tut, so. Glaubensvorstellung und Leben. Das Glaubenskonzept des Realismus verbindet wissenschaftliche Vorstellungen mit biblischen Überlieferungen. Diese werden allerdings aus einer technologischen Sicht neu dargestellt. Die Lehre. Hab ich hier gerade fast einen Ball getroffen? Die Lehre gibt sich dabei als völlig rational, ohne Bezüge zum Übernatürlichen. Typisch ist der weitgehende Verzicht auf mythische Ansätze. Durch die Verbindung von wissenschaftlichen Sichtweisen und religiösen Gesichtspunkten ist das Konzept, ja bla bla bla. Die Realisten glauben, dass wissenschaftlich weit fortgeschrittene menschenähnliche Wesen, die man früher für Götter gehalten habe, für die Schöpfungsgeschichte verantwortlich gewesen seien. Diese These wird als Präastronautik auch von Erich von Däniken vertreten. Die Schöpfung so postuliert Rael sei ein Produkt dieser Wesen, die durch überlegene Technik dazu in der Lage seien, Landschaften zu formen, Atmosphären zu schaffen und durch Klontechnologie Menschen nach ihrem Abbild zu schaffen. Vor etwa 22.000 Jahren sei so die Erde geschaffen worden. Die Menschen sollen sich hiernach entwickelt haben, wobei gemäß der philosemitischen Einstellung Rails Juden das am besten gelungene menschliche Volk sei. Oh, wow. Als ihr technischer Fortschritt den Elohim gefährlich wurden, die Elohim sind anscheinend die Kollegen da, vernichteten diese daraufhin mit Kernwaffen das Leben auf der Erde, mit Ausnahme von Noach, der sich und eine Zelle jeder Art in einer Rakete retten konnte. Eines der Ziele der Realisten ist ein Botschaftsgebäude auf neutralem Territorium zu bauen, in dem die Elohim empfangen werden können. Das Gebäude soll bis 2025 errichtet sein. Bevorzugtes Territorium wäre Israel. Sollte es sich jedoch wieder dem Willen der Elohim widersetzen, dann würde erneut der Zorn Gottes über es hereinbrechen. Ich gehe mal zurück und hole kurz das Wind-Item. Das letzte ist nämlich erreicht den Uhrenturm. Ernsthaft? Der ist da irgendwo im Hintergrund noch am Ende der Waddledees. Also ganz am Ende. Und ich glaube, der wird nicht. Also auf jeden Fall haben die auch ein ganz interessantes Logo, was ich jetzt in der Folge nicht zeigen darf, glaube ich. Ja, es ist ziemlich grenzwertig, würde ich sagen. So würde ich beschreiben. Ach, bin ich mal gespannt. Ich hab's ja auf WhatsApp geschickt. WhatsApp. Oh Gott, hier ist Blatt an meiner. Oh! Ja! Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber... Ja! Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Es ist auf jeden Fall interessant. Ja, und 2025 sollen da die Aliens zurück auf die Erde kommen. Vielleicht treffen wir dann Jesus. So, wo ist dieser Glockenturm? Der müsste, wenn ich ihn richtig gesehen habe, am Ende, wo du die letzten drei Wörter liest, da bekommst, links hinten wird er wohl sein. Ich halt auch jedes Mal wieder den. Ich muss nochmal in die Seiten ganz schauen. Ja! Oh mein Gott, man muss durch die Treppe nehmen. Also. Bis zum Leiter. Ja, da ist er. Ich hab den falschen gesehen, dass der hinten halt
das aussieht, das könnte man hin, aber dass man da drin ist. Also am Ende, ganz am Ende, oder? Ja. Ich hab's gesehen und nicht kommentiert. Das ist wie in der Schule, wenn du was weißt, aber nicht sagen willst, was du denkst, ist falsch, aber es wäre nicht. No. Es sah so weit weg aus. Du siehst gleich weit weg aus. Ja, mit... Ah ne, das ist ein Stern. Okay. Nick Josef, Nick. Alles blindes. Was ist denn dieses Level? Die Aussicht, die nennen sich die Realisten. Nein, die Reihelisten. Reihelisten. Ja, weil der Typ, der das gegründet hat, Rael heißt. Ich hab mich gerade mit einer Schneekugel verletzt. So, es hätte fast gefährlich geendet. Es ist ja. Ist ja alles. Die, dass die früher gestanden sind. Die, ja, das ist das damals mal das Zeichending gezeigt, die. Wärst du nicht mehr leben gewesen? Nee! Komm, du bist einen Millimeter weg von dieser Leiter! Halt dich doch fest! Zimmer! Ziemlich. Eight ohne Treppe. Kettenschatz und Krimskrams Igelschatz. Ketten. Hast du nochmal einen Model Editor? Ja. Ich hab mir das mit reingekommen. Ja, da gibt's Neues. Ja, gucken wir auch endlich mal. Fast, ich glaube, ja, eine der letzten, ja. Profan. So, von wo bist du jetzt da weggeflogen? Achso. Und jetzt? Boah, Alter! Ein paar Euro habe ich gekriegt. Schön. Dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und tschüss.